Das sagt mir gar nichts hier, dieser Begriff, ganz ehrlich. Kann ich nicht differenzieren oder erkennen, was Sie damit sagen wollen. Hyperämie ist das gleiche Frage wieder. So. Drogenkonsum bitte nein. Glas, ein S, bitte nur. Gut. Ehemann, zwei Töchter, Kinder wurden getrennt. Das macht dann keinen Sinn. Habe zwei Töchter, leben getrennt. Oder lebe getrennt. Was? Sie ist verheiratet. Sie wohne mit dem Ehemann. Sie habe zwei Töchter. Das verstehe ich nicht, was Sie hier sagen wollen. Wurde auch nicht gesagt. Also die Kinder leben noch im Haus. Gut. Getrennt leben haben Sie, wenn noch verheiratete Menschen getrennt leben, in Trennung leben, also zur Vorbereitung der Scheidung. So, hier. Mütterlicherseits, bitte wichtig, das gibt es nicht. Das ist ein lateinisches Adjektiv. Adjektiv und hier entsprechend väterlicherseits. Parkinson-Erkrankung. Machen Sie doch einen Morbus Parkinson draus. Gut. Die Patientin. Bitte die richtigen Artikel. Habe sich mit vor 2 Tagen bestehen gehabt. Mit seit. Das ist vor und seit. Ist hier tatsächlich ein sachlich-inhaltlicher Unterschied, der so nicht geht. Bestehenden starken, kolikartigen Abdominalschmerzen. Ja, man merkt so ein bisschen, dass sie nicht im E-Learning dabei war. Sonst wüssten sie das. In der